Leben ohne Zucker? Ich hab's geschafft. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ich es geschafft habe, vom Zucker gänzlich wegzukommen und welche Alternativen ich so für mich gefunden habe, das erfährst du in diesem Video. Ja, seit nunmehr 2 Monaten lebe ich komplett ohne Zucker. Es war nicht ganz so leicht, aber mittlerweile lebe ich so wunderbar. Und es ist doch auch gar nicht so schwer. Ja, es hat damit angefangen, dass ich vor einiger Zeit aufgehört hatte, Kaffee zu trinken. Davor, als ich noch Kaffee getrunken hatte, hatte ich anfangs in eine Tasse Kaffee bis zu 4 Teelöffel Zucker genommen. Zuerst weißen Industriezucker, später dann nur noch braunen Zucker. Und dann habe ich angefangen, einfach immer 1 Teelöffel weniger zu nehmen, bis ich am Schluss gar keinen Zucker mehr hatte. Das gleiche habe ich dann beim Tee so gemacht, denn den habe ich auch am Anfang nur mit Zucker getrunken und den mochte ich auch nur mit Zucker, bis ich am Ende ganz, auch dort ganz vom Zucker weg war und mir beides dann auch, also vor allem der Tee, sehr gut ohne Zucker geschmeckt hat, der Kaffee jedoch nicht ganz so gut. Nachdem ich dann auch noch vegan wurde vor über 2 Jahren, habe ich ja angefangen, vegane Drinks zu trinken. Und die sind ja teilweise auch gesüßt. Dann habe ich mir veganen Drink in den Kaffee reingegeben. Und so hat mir der Kaffee dann wieder richtig lecker geschmeckt. Ja, das mal dazu. Dann habe ich überlegt, wie kann ich anderweitig noch vom Zucker wegkommen. Ich habe ja früher auch Brot gegessen mit Marmelade, Nutella oder Honig, was auch immer, also süßen Belegen, industriell hergestellten Aufstrichen und Belegen. Und da war aber immer Zucker drin. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte doch so solche Aufstriche einfach selber herstellen. Das habe ich dann auch gemacht, habe einen Schokoaufstrich selber hergestellt. Ein spezielles Rezeptvideo dazu gibt es auch hier auf diesem Kanal, falls es dich interessiert. Dann habe ich angefangen, rohe Marmelade selber herzustellen. Die kommt auch völlig ohne Zucker aus. Auch die schmeckt super lecker. Auch dazu gibt es ein Video auf diesem Kanal. Ja, dann bin ich irgendwann ganz vom Brot weggekommen. Denn auch in industriell hergestellten Brot ist manchmal Zucker versteckt. Nicht nur das, auch noch andere Dinge wie Salz und Schweineborsten. Man soll das wirklich nicht glauben, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja, und früher habe ich auch gerne mal Fertiggerichte gekauft, wenn ich jetzt mal keine Zeit hatte zu kochen oder auch mal keine Lust, sodass ich mir einfach mal eben nur ein Fertiggericht in die Mikrowelle geschoben habe oder im Topf erwärmt. Und auch in Fertiggerichten ist oft Zucker enthalten. Man soll es nicht glauben. Auch davon bin ich mittlerweile abgekommen. Jetzt halte ich es einfach so, dass wenn ich keine Zeit zum Kochen habe, dass ich dann einfach nicht koche an dem Tag, sondern mir einfach nur entweder einen Salat zubereite, das geht schnell, da brauchen wir auch keinen Zucker für, oder ich esse ein paar Früchte. Ja, aber das Genialste sind, für mich zumindest, Trockenfrüchte als Zuckerersatz. Ja, da gibt es ja getrocknete Feigen zum Beispiel, getrocknete Pflaumen oder auch Datteln. Getrocknete Feigen schmecken jetzt nicht ganz so süß, aber trotzdem sehr lecker, auch im Joghurt oder in selbstgemachter Marmelade. Getrocknete Pflaumen kann ich ganz besonders empfehlen, da die sehr süß sind und auch ganz weich. Kann man einfach so zwischendurch als Snack
zu sich nehmen, anstatt Schokolade, gezuckerte Schokolade oder gezuckerte Kekse. Ja, das finde ich auch eine ganz tolle, gesunde Alternative dazu. Und Datteln, die sind ja göttlich. Ja, die sind super süß, schmecken leicht würzig und karamellig. Da habe ich auch eine ganz tolle Möglichkeit, wie man ganz einfach gesunde, leckere Pralinen selber herstellen kann. Da nimmst du einfach eine Dattel, öffnest die in der Mitte mit einem Messer, steckst in die Mitte eine Nuss rein, schließt das dann wieder, indem du es einfach ein bisschen zusammenpresst. Die Datteln sind ja sehr klebrig, getrocknete Datteln. Und wälzt die Dattel dann noch in hochwertigen Kakaopulver und schon hast du eine Praline. Und es schmeckt sehr ähnlich wie Toffifee und kommt völlig ohne Zucker aus. Ja. Dann habe ich auch noch herausgefunden, dass man mit Zimtstangen, also nicht mit Zimtpulver, denn Zimtpulver ist auch nicht wirklich gesund, wenn dann besser Zimtstangen, gewisse Lebensmittel, also jetzt, oder wenn du zum Beispiel einen Kuchen backen möchtest oder ein paar Kekse oder eben Joghurt gerne essen möchtest oder auch Haferflocken, kannst du dir da eine Zimtstange klein machen. Die gebe ich einfach in die Hand und zerbrösel sie. Sonst kannst du es auch mit einem Mörser zerstoßen und das dann mit reingeben. Das gibt auch einen ganz tollen Geschmack. Oder eine Vanilleschote, frische Vanilleschote einfach in der Mitte aufschneiden und dann das Vanillemark mit reingeben ins Müsli oder in den Joghurt oder auch in einen Keks oder Kuchenteig. Auch das versüßt das Ganze, ist sehr gesund, schmeckt super lecker. Was noch? Auch Kakao, hochwertiges Kakaopulver. Das ist zwar nicht süß, also da gibt es auch Kakao ohne Zucker, ja, dieser hier ist nicht nur ohne Gluten, sondern auch enthält 0% Zucker. Den kannst du dir bestimmt auch bestellen, falls es den so in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Den kann ich sehr empfehlen. Der süßt zwar nicht, aber gibt einen tollen Geschmack. Und zum Süßen dann noch zusätzlich schmeckt sehr lecker Palmsirup. Den gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch nicht. Also ich lebe hier auf La Gomera seit 7 Monaten. Hier gibt es den an jeder Ecke. Und der ist auch super süß und schön würzig. Ein ganz toller Ersatz für Zucker. Der schmeckt sogar auch im Kaffee und im Tee, habe ich auch schon getestet. Ansonsten kannst du auch, wenn du jetzt nicht Veganer oder Veganerin bist, Honig zum Süßen nehmen. Auch ganz toll und sehr gesund. Oder Agavendicksaft. Ahornsirup zum Beispiel geht auch. Ja, das wären so meine gesunden Alternativen. Und wenn du Lust auf einen Saft hast, dann würde ich auch von industriell hergestellten Säften absehen. Die meisten enthalten sehr viel Zucker. Also ich kaufe die schon lange nicht mehr. Ich bereite mir Säfte immer selber zu. Das geht so schnell, ja, einfach mit einer Orange, also oder mehreren Orangen. Einfach auspressen, da hast du den leckersten, super süßen und sehr gesunden Saft. Das gleiche kannst du auch mit Zitronen machen. Dazu noch ein bisschen Ingwer. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Kannst du dir eine leckere Zitronen-Ingwer-Limonade selber herstellen. Auch diese ist sehr gesund und kommt völlig ohne Zucker aus. Es gibt ja auch noch andere Früchte, die du dir pressen kannst oder wo du dir einen leckeren Smoothie draus zaubern kannst. Auch das ist sehr gesund und sehr lecker. Und wenn die Früchte wirklich richtig reif sind, benötigst du dafür überhaupt keinen Zucker. Ja. Auf jeden Fall würde ich dir von Fertiggerichten gänzlich abraten, da diese, wie gesagt, oft Zucker enthalten und nicht nur das, auch sehr oft extrem viel Salz, was also für unsere Gesundheit auch nicht gerade förderlich ist. Was gäbe es noch? Ja, das wären eigentlich mal so meine Alternativen. Was ich mir auch gerne mal mache, ist einfach, wenn ich sehr reife Bananen habe,
die also wirklich extrem süß sind, dass ich mir daraus einfach eine Bananenmilch mixe. Ja, das ist auch ein toller Drink für zwischendurch. Und das gleiche kann man, wie gesagt, auch mit anderen Früchten machen. Hast du auch einen leckeren Drink, völlig ohne Zucker. Und wenn ich doch mal Appetit auf Kekse habe, dann kaufe ich mir Kekse ohne Zucker. Die gibt es ja mittlerweile auch. Also ja, von daher muss ich auch auf gar nichts verzichten. Und mit all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, habe ich es in den letzten Wochen tatsächlich geschafft, ganz vom Zucker wegzukommen. Und bin so glücklich und froh darüber, das glaubst du gar nicht. Ja, vielleicht schaffst du es so ja auch. Ja, das wollte ich dir gerne mitteilen. Wenn dir meine Tipps gefallen haben oder dich vielleicht sogar weiterbringen, was ich sehr hoffe, und dir vielleicht auch helfen, vom Zucker wegzukommen, denn Zucker schadet ja nicht nur den Zähnen, sondern auch unserer Gesundheit, also du tust dir damit wirklich nichts Gutes, dann gib mir gerne einen schriftlichen Kommentar unten in die Kommentarbox oder einen Daumen nach oben. Ansonsten hoffe ich, dass du es auch schaffst, vom Zucker wegzukommen. Wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und drück dir die Daumen. Ja, und sende dir ganz liebe zuckerfreie Grüße aus La Gomera. Und sag mal, bis zum nächsten Video.